Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 17. April. Da die Jünger noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach Jesus. Lukas 24, Vers 41. Was ist das doch für ein wundervoller Unglaube? Nicht wahr, das klingt etwas seltsam in einem Andachtsbuch, das doch den Glauben stärken will. Um zu erklären, warum der Unglaube der Jünger so schön ist, müssen wir etwas weiter ausholen. Es ist viel Unglaube unter uns und jeder hat seine Gründe für seinen Unglauben. Der eine kann nicht glauben, weil die Christen ihn enttäuscht haben. Der andere, weil er zu viel erlebt hat, was er mit Gottes Liebe nicht vereinbaren kann. Der dritte kann nicht glauben, weil ihm seine ungeheure naturwissenschaftliche Bildung im Wege steht. Und die meisten können nicht glauben, weil sie es gar nicht wollen. Sie versprechen sich davon keinen Vorteil, sondern im Gegenteil eine Störung ihrer Lebensweise. Hier sehen wir die Jünger Jesu, zu denen der auferstandene Herr Jesus gekommen ist. Auch sie konnten nicht glauben. Aber welch schöne Begründung! Da sie noch nicht glaubten vor Freuden. Sie denken, ach, das ist ja zu schön, um wahr zu sein, dass ein Heiland in dieser verfluchten Welt ist. Ein Heiland, der so mächtig ist, dass er den starken Tod unter die Füße bekommen hat. Ein Heiland, dessen Nägelmale von einer ungeheuren Erlösung zeugen. Ein Heiland, der so liebreich ist, dass er uns Versagern nachläuft. Ein Heiland, zu dem man jedes Vertrauen haben kann. Ein Heiland, von dem Ströme des Friedens ausgehen. Das ist zu schön, als dass es wahr sein könnte. Da sie noch nicht glaubten vor Freuden. Das heißt ja, diese Jünger haben verstanden, wie groß das Evangelium von Jesus ist. Solch ein Unglaube steht schon in den Toren des Glaubens. Herr, brich auch bei uns durch die letzten Nebel des Zweifels. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.